Hallo Internet und hallo YouTube. Willkommen zurück zu Transportfieber 2. Jetzt erst mal kurz einen Überblick finden, wo waren wir? Zuletzt hatten wir Tabak. Wir sind wieder mal gemacht mit Tabak. Wir waren schwächer zuletzt. Warum haben wir es letztens nicht schwächer? Mit Zuglinie haben. Tabak für Schwächer, kann das sein? Aha. Ja, Tabak für Schwächer haben wir gemacht. Na bitte, sowas in der Richtung, also bin ich doch nicht so blöd. 1907 haben wir es und wir 1907 und wir sind mittendrin im Gefecht und wir sind gut bei der Sache dabei. Ich mal gesagt, was staut sich denn hier in Kornburg? Wow, 29 wollen darüber. Wieso? Was pumpt so in dieser Strecke? 23 wollen darüber. Oh. Naja, wir haben hier noch einen Zug auf der Strecke. Jetzt kommt es mir erst. Weiß schon. Da haben wir nur einen Zug auf der Strecke. Jetzt haben wir zwei Züge auf der Strecke. Das erklärt nämlich, warum da nichts weitergegangen ist. So, von wo kommt denn der überhaupt? Ah, von da. Ein Bahnhof rein, das heißt, der müsste dann gleich kommen. Der fährt hier raus. Käme rein theoretisch auf sein Gleis rüber. Schick mal kurz in den Haltebahnhof rein und somit nimmt er gleich Fahrgäste mit. So, weiter jetzt intakt. Wo waren wir zuletzt? Also wie bummen unsere eigentlichen anderen Linien? Jo. Da geht mir gar nichts weiter für mich drauf. Da fehlt uns jetzt der Vertrieb. Wo bringen wir jetzt wieder das hin? Das ist das nächste. Wo kommt das wieder hin? Ach, da nämlich nirgends hin, wenn wir nirgendwo was brauchen davon, gell? Nicht einmal hier. Naja, man könnte ja jetzt tuningmäßig hier mal reinfahren und sagen, kommt. Ihr braucht jetzt definitiv, dann braucht ihr sowieso das hier, also puh, ihr Kloburger seid die Schlimmsten. Ein bisschen Tabak braucht ihr auch, den haben wir hier. Das würde dann eigentlich heißen, dass ich jetzt hier das hier brauche, dann brauchen wir das hier, dann brauche ich Cargo, Ablieferungsplatz. Schön zentral haben wir neue Linie und hier nach hier und du bist jetzt, bist du überhaupt? So, du bist dann halt LKW Gold für Nein, muss ich ausschreiben. Jetzt kriege ich noch Probleme, wenn ich es anders schreibe. 0, 0, 1. So. Ich habe noch einen Fahrzeug draufsetzen, wenn wir noch ganz witzig sind. Wir sind natürlich ein bisschen witzig heute. Wir sind in die Witzkiste gefallen wieder. Und dann nehmen wir für die lange Strecke nehmen wir sicher mal Zähne. Einmal den hier, dann hätte ich den hier. Kurz einmal rüber auf Anwenden. Und Tschüssikowski. So schnell geht das, wenn ich will. Pah, 29 Uhr nach Wien. Wahnsinn. Strecke pumpt. Naja, tun eigentlich bei den Strecken allgemein ein bisschen hier. Boah. Linie 1 ist ein bisschen überlastet, kann das sein?
Gib mal kurz die Fahrzeuge. So, das geht aber nicht so. Das mal anders mal in einen durchschnellen Durchlauf. Sind wir da Wien? Geben wir mal Wien 1, Wien 2 und Wien 3. Oh, Wien 3 ist noch gar nicht in Betrieb. Okay, Wien 2 ist nicht in Betrieb. Die hätte ich gerne alle ersetzt auf Passagier. Ihr bekommt es den Postbus. Ich glaube, wenn es Linie 3 auch in Betrieb nehmen hier, werden wir es können. Und davon hätte ich jetzt gerne 18 natürlich nicht, aber 8 Ticken davon gehabt. Gib mir den hier, gib mir den hier, den hier, den hier und den hier. Und somit ist die Linie auch betriebsmäßig unterwegs. Und schauen wir mal, was das Ganze jetzt bringt. Wie schaut es jetzt hier aus? 22 wollen dorthin, 19 wollen hierhin, 9 wollen dahin. Also da ist noch alles im Rahmen. Da brauche ich mich jetzt nicht so drum kümmern. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil des ganzen Dilemmas. Wir versuchen jetzt mal hier uns weiter zu ajustieren. Weiter ajustieren wäre: Wien braucht definitiv mal demnächst einen Güterbahnhof. Hätte ich so gesagt. Oder wir gehen über den Landweg. Pah, das ist ein langer Weg mit dem Fisch. Das gefällt mir natürlich nicht, der Weg da mit dem Fisch da hin und her die ganze Zeit. So, schauen wir mal kurz, was haben wir hier unten. Dass das jetzt so grob ist, wundert mich ein bisschen. Was können wir mit denen anfangen? Können wir mit dem was anfangen? Ja, mit denen könnten wir was anfangen. Und zwar gar nicht so schlecht sogar. Wieder. Wieder jetzt damit unnötig eine Linie machen, die hier rüber geht. Die mir hier ein bisschen reinfuscht. Die Stadt da am Rand ist sowieso ganz schön arm dran. Die da oben, die zwei sind auch ganz schön arm dran, weil die kommen schon ans Netz, aber einigen hin und her gesehen, dann wird das ein langer Verbindungsweg. Da kann ich jetzt auch nicht so wirklich, da bin ich jetzt, mein Problem ist ja eher das. Wir haben jetzt 1907. Es dauert noch ein bisschen, bis die Upgrades kommen für die Schienen. Und das ist das, was ich, eigentlich warte die ganze Zeit. Das müssen wir ein bisschen schneller bauen, tun. Und dann können wir die ganzen Schienen auf einmal upgraden. Und können dann mit den neuen bauen eigentlich, was mir 100-mal lieber wäre, als mich jetzt hier zu quälen. Da hätten wir aber. Da hätten wir Brot, was wir eigentlich wegbringen könnten. Das ist auch interessant. Von hier kriegen wir eigentlich Brot weg. Wir bräuchten Brot. Fangen wir mal so an. Stock City Blues. Und? Keiner. Super. Stock City Blues braucht Brot. Naja, den Stock City Blues können wir Brot bringen. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass ich müsste dann einen
Güterbahnhof machen und einen normalen Bahnhof. Und einen normalen Bahnhof braucht die Stadt ja auch irgendwann mal. Der käme aber dann hier hin. Das ist schon mal ganz klar. Also den, warte mal kurz, oder? Habe ich den da ange ja, den habe ich dort angesetzt. Angedacht. Das heißt, der Güterbahnhof käme nach Adam Riesen hier hin. Eine gesunde 200er Länge. Ja, wir können uns ja spielen, wir können ja dann eine Straße hinmachen, das ist jetzt nicht das Problem. 5 Gleise, 240. Stuttgart kommt zum Güterbahnhof. Hier hin. So. Jetzt hat man die Zufahrtsstraße hier, geben die eine neue ländliche Straße, also eine normale Straße hier hin. So nicht, so auch nicht. Aber so. Dann vielleicht gebogen. Hier reinkommen und gebogen hier rein. So. Dann noch eine gerade Verbindung hierhin. Und somit hätten wir hier definitiv. Ach Gott, da kann man noch hier eine Verstrebung auch machen, sein muss. So, da haben wir hier einen Güterbahnhof einmal. Dann brauche ich, jetzt wird es interessant, dann bauen wir das nächste drum. Auf jeden Fall, was auf jeden Fall alles abdeckt hier gut. Und hier deckt sich etwa alles ab. Hätte ich jetzt mal behauptet. Wir bleiben bei Gebäude, machen uns hier noch so ein Gütergebäude hin. Schön direkt da rein. Aber besser hier, da kann man noch. Ja, eher so. Dass wir noch ausbauen können. Dann bräuchte ich einmal L. Das ist eigentlich sowieso lächerlich für so eine kleine Strecke, dann noch sowas zu bauen. LKW. Ja, ankommen sollten wir auch nicht, oder? Ich sage, heute ist nicht so mein Tag, bei allem, was ich mache. LKW Brot in Stockerraum. Da brauche ich aber nichts anderes schreiben, weil das ist klar. Dieses Gedöns der Linie. So, dann brauchen wir noch kurze Fahrzeuge. Für so eine kurze Strecke würde ich mal sagen, reichen 4. Okay, da reichen eigentlich 2. Die machen das jetzt gemütlich. So, zwischendurch müssen wir überlegen, wie wir die Linie legen. Jo, viel überlegen brauchen wir da eigentlich eh nicht. Wir kommen hier auf Bahnsteig 2 rein. Ja, dann noch kurz den Bahnsteig ein bisschen konfigurieren. Gebe dann noch einen Bahnsteig dazu. Mache noch eine Güterplattform hin. So, die zwei sind ein bisschen komplett daneben gegangen. Somit passen die. Wo ist das Problem jetzt? 14 hat keinen Weg. 14 hat einen Weg. Seid ihr nicht immer umbauen auf der Strecke, wenn Züge gerade in Bahnhof sind, würde ich sagen. Gleise. Jetzt ist halt die Frage.
Brauchen wir noch irgendwas anderes da unten, was wir da gerade zufällig mitnehmen würden? Nee. Und da ist gesagt, man könnte hier einen Übergang machen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir Hollabrunn jetzt nicht zu sehr einengen hier. Wenn wir da ja noch durch müssen mit Zug. Und so. Jetzt einfach mal ein bisschen rum hier. Stadt entlang. Oh, da, das ist fast okay so. Bisschen geschlängelter Weg. Ach, da kann man auch runterbremsen. Sonst hat mir natürlich jetzt nicht gefällt, dass man auf den Bahnsteig reinkommt, aber das ist wurscht. Nein, das muss ich anders machen, das gefällt mir nicht. So, ja, das gefällt mir einfach nicht. Schaut dann unlogisch aus, wie ich das gebaut habe gerade. Schaut besser aus. So eine klassische X-Weiche vielleicht. Wenn das Spiel mag. Klarerweise macht das Spiel nicht, war ja logisch. Mich jetzt auch. X-Weichenende. Das können wir uns aussuchen, oder? Ach, das ist eine komische X-Weiche. Halleluja. Schauen wir uns jetzt nochmal von vorne. Jetzt in die Richtung zuerst. Das ist immer so witzig, wenn du was baust, du baust das dann nochmal, du baust das in die Hand von der anderen Richtung her, was dann eher funktioniert, als wenn du das so baust, als was du jetzt angesetzt hast. Das werde ich nie kapieren. Oh, wir können schon mit Oberleitung fahren, schau. Ich habe ja gerade mitgekriegt, dass wir schon mit Oberleitung fahren. Warum bauen wir schon mit Oberleitung? Interessant. 19. Jahrhundert und wir bauen schon mit Oberleitung. Halleluja. Technik ist schon weit, 19. Jahrhundert. So, dann machen wir das gleiche. Nein, in der Kurve. Weiß nicht. Kurvige. X-Weichen, gerade hat es funktioniert. Ah, das habe ich gespielt, verarsch mich jetzt. Dieses Spiel ist manchmal so was von nervig. Ach Gott, das ist nervig, leider. Wieder von vorne das Ganze. Jetzt haben wir es auch. Ein bisschen sehr früh eigentlich die X-Weiche angesetzt. Na, kann man jetzt auch sehen, wie will am Ende wieder. So. Den machen wir auf jeden Fall so. Gegensignal machen wir hier. Okay, das ist sehr irritiert. Das ist sehr irritiert. Gleiches Spiel hier. Wenn jetzt zu viele Signale auf der Strecke setzen, normal. Irgendwie, das ist die Vermutung, dass diese Strecke nicht nur mit Güterverkehr benutzen wird, sondern vielleicht auch der normalen, normalen Zugverkehr aufhauen. Es könnte nämlich leicht möglich sein, dass wir hier zumindest die Strecke benutzen mit. Stellenweise, weil wir hier schön raufkämen. Auf den Hollabrunn. Also das könnte man sich leicht überlegen sogar, dass man das dann so macht. Also es ist halt so ein... eine Überlegungssache, wo ich sagen muss, dass es heißt, nur
Hypothetisch. Genauso wie hier jetzt. Definitiv die Gleise rausholen. Und mich hier. Versuche einzuordnen gerade. Das geht natürlich auch nicht so, wie ich will. Von vorne. Signal im Weg wahrscheinlich. Hab mal kurz das Signal. Stark und hochfrequentiert hier. Ja, das ist mir auch klar, dass das jetzt nicht so funktioniert wieder. Es ist jetzt wieder Spielerei. Das war mal neue Signale, klarerweise. Das ist jetzt Osole. Dafür gibt es jetzt ein neues. Und? Hier gibt es keins. Gegensignal ist hier, aber dafür gibt es Jens. Und hier sind wir nicht verbunden, sehe ich gerade. Aber jetzt sind wir verbunden. So, somit haben wir jetzt mal alle Optionen offen hier. So, und dann bräuchte ich noch eine Linie, was so lustig ist. Und zwar eine neue von hier nach. Wie weit ist denn das noch? Hier. Und das ist jetzt Zug, Brot, eigentlich heißt das ja Nahrung. Nahrung. Ach, nehmen wir Brot, haben wir vorher auch gehabt. Brot für Stockerau 01. Und der Vorteil an der Geschichte ist nämlich, dass wir jetzt natürlich den Zug von da hinten nehmen können ohne Probleme. Und das war eigentlich mein Gedankengang, dass ich den Zügen eben von hier nehmen kann. Deswegen habe ich das jetzt so gebaut. Wieso komme ich automatisch von diesem Depot auf meine Linie? Wir sind wieder bei Elektriker. Pardon, bei Dampf. Obwohl es jetzt schon elektrische gibt. Das kann nicht sein. Noch zu früh für diesen Zug. Ja, und auf der Strecke kann man leicht vorstellen, dass die A35 fahren wird. Die transportiert Brot, was ich weiß, also Nahrung. Ja, das geht offene Güter. Schau nur kurz, was bremst nicht ab, also die wird dann eher gehen. Das ist okay. So, das war's aber fürs Erste für uns. Ich sage danke fürs Zusehen und im nächsten Part werden wir dann unsere Mitfahrt mit diesem Zug machen. Es geht sich leider nicht mehr in diesem Part aus, dass wir mitfahren. Leider. Aber im nächsten Part fahren wir dann definitiv mit. Ja, und dann schauen wir uns das mal an, wie es funktioniert hier. Ob meine Planung hier mit diesem Zug und allgemein
richtig war von mir. Danke fürs Zusehen.